Wir sind auf Isla Gonzales und heute beim Ankern ist natürlich wieder alles zusammengekommen. Wir haben gerne dann den Anker runtergelassen. Dann ist die Kette ja nicht übergesprungen, sondern ist einfach rausgerauscht und sie ließ sich nicht mehr aufhalten. Und gleichzeitig kein Gang mehr rein oder kein Gang mehr raus. Ja, und jetzt nehme ich mir erstmal hier die Ankerwinsch vor. Und dabei ist natürlich da unten, sind gleich beim Lösen, die Schrauben abgebrochen. Das heißt, die muss ich auch wieder irgendwie ausbohren. Tja, so hat man zu tun. Tja, da hat sie hier das Messingteil zerrissen, sodass die Feder hier rausgesprungen ist oder der Keil rausgesprungen ist. Und jetzt kriege ich auch die Kappe hier nicht ab. Dann muss ich da wahrscheinlich eine neue Nut reinfräsen, damit das wieder funktioniert. Das ist die eine Klemmrolle von der Ankerwinsch. Und wie man sieht, ist da also an der Nut schon alles ausgebrochen. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist jetzt auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Nut dort reinzufeilen. Eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht. Ja, und jetzt wird da langsam und kontinuierlich die Nut reingefeilt. Mit dem Werkzeug, das man an Bord zur Verfügung hat. Oder sich von Nachbarschiffen leiht, wie zum Beispiel den Schraubstock. Ich brauche unbedingt einen Schraubstock. So kann man seinen Tag verbringen. Und nach einer halben Stunde feilen sieht man da unten schon zumindest schon mal den Ansatz einer Nut. Also es geht vorwärts. Nach einer weiteren halben Stunde kann man jetzt schon deutlich eine Nut erkennen. Also ich sag mal noch eine Viertelstunde, dann habe ich es geschafft. Die Nut ist fertig. Leider ist die Passfeder auch ein bisschen krumm. Aber wie man sieht, passt sie da jetzt rein. Jetzt wird das noch schön geschmirgelt, gefettet. Und dann hoffe ich, dass das Ding erstmal zumindest die nächsten 2 Monate hält, bis wir uns ein neues Teil besorgen können. Hier unten schneide ich jetzt ein Gewinde rein, um diesen Halter da wieder festzumachen. Also hier werde ich dann eine Kerbe reinschneiden mit der Flex, weil gebohrt kriege ich das nicht, das ist Edelstahl. Da mache ich eine Kerbe rein und dann kommt da in die Mitte eine Schraube, wo ich das draufsetzen kann. Und dann hält dieser Abstreifer hoffentlich wieder. Das geht gut, weil es ist ein Alugehäuse. Jetzt werden die Wangen hier noch schön sauber geschmirgelt, gefettet, dass die Kettennuss dann auch wieder gut drüber läuft. Jetzt wird das hier alles schön gefettet. Und dann kommt das hier wieder drauf. Mit der neuen Nut. Hallo? Tja, scheint noch nicht exakt zu passen. Ah doch. Ah ja, ja. Geht auf. Schön eingefettet. Jetzt kommt die Kettennuss mit den Einkerbungen zum Getriebe hin, weil hier rastet ja dann der Hebel da rein. Das Ding muss praktisch dann hier darauf gleiten. Jawohl, das macht es. Und dann kommt das Gegenstück da drauf, nachdem das eingefettet ist. So, das ist dann die andere Klemmscheibe. Aber passt exakt. Jetzt noch die Flügelmutter drauf und dann sollte es funktionieren.
Da habe ich die andere Seite, die ist ja zum manuellen Aufholen. Habe ich auch gleich alles gefettet, sodass das wieder richtig flutscht und nicht rostet. Alles wieder zusammengebaut und der manuelle Teil funktioniert schon mal, aber das ist schon sehr mühselig, da mit 75 Meter Kette hochzuholen. Schauen wir mal, ob es elektrisch auch sich dreht. Wanderfuhl. Ja, irgendwie das Abholen. Aber da, das liegt irgendwo am Relais. Jetzt einmal mit Kette. Oh, es flutscht. Police avant zolizou.